Nach den ersten sonnigen Tagen im Norden startet das Sea Life Hannover mit dem größten Frühjahrsputz. Hier werden nicht nur Becken und Scheiben geputzt, sondern auch einzelne Tiere. Wir haben zum Beispiel bei unserer ersten Station, da waren die Sumpfschildkröten. Da haben wir die Tiere rausgenommen und mit einer kleinen Zahnbürste den Panzer gereinigt. Dann bei unseren Putzergarnelen ist es so, dass wir eine Absaugglocke benutzt haben, um das Substrat aufzuwirbeln und dann Partikel daraus zu filtern. Bei den Kühlerschildkröten ist es so, dass wir Blätter mit einem Rechen zusammenrechnen und gegebenenfalls sonstigen Dreck auch rausnehmen. Und die letzte Station, da war unser Korallenbecken, da haben wir auch wieder einen Absaugschlauch benutzt, um die Algen zu entfernen. Bei den kleinen Sumpfschildkröten wird zudem das Gewicht kontrolliert. Dabei wird alles genauestens protokolliert. So lässt sich feststellen, welches Tier wie viel zugenommen hat. Anschließend werden die Schildkröten mit einer Zahnbürste geputzt. Dabei gibt es einiges zu beachten. Wir hatten eine kleine Zahnbürste mit schönen weichen Borsten, weil die Tiere durchaus Gefühle im Panzer haben. Das glauben viele Leute immer nicht, aber sie spüren tatsächlich, wenn man sie anfasst. Und deswegen nehmen wir eben ein bisschen schonenderes Werkzeug. Denn wenn es jetzt zu harte Borsten wären, wäre es für die Tiere vielleicht unangenehm. Und so mögen es die meisten sogar sehr gerne. Anschließend dürfen sie wieder in ihr Becken zurückkehren mit einer kleinen Belohnung. Nicht nur die Sumpfschildkröten werden geputzt und gewogen. Es gibt hier verschiedene Arten von Schildkröten. Drei verschiedene Arten von Wasserschildkröten, eine Meeresschildkröte und die Kühlerschildkröten, eine Landesschildkrötenart. So, das ist eine von unseren Kühlerschildkröten und die wiegen wir jetzt. Das machen wir einmal im Monat, um das Gewicht zu überprüfen, um zu gucken, ob es den Tieren gut geht. Ui, ja. Also es war jetzt gerade einmal Protest, weil sie das natürlich nicht immer so gut finden. Ist aber tagesformabhängig. Und ja, jetzt hat sie sich ein bisschen entspannt. Jetzt weiß sie wieder, was wir machen, weil wir das auch immer mit denen üben, damit sie sich daran gewöhnen. Sie hat jetzt ein Gewicht von 5.525 Gramm. Das ist in Ordnung. Jetzt ist das Becken der Putzergarnelen dran. Hier ist es tatsächlich so, dass wir das Becken jeden Tag absaugen. Das ist die Vorrichtung dafür zum Absaugen. Das ist selbstgebaut tatsächlich mit einer abgeschnittenen Flasche, einem Stab und einem Schlauch. Der Kollege würde gleich einmal das Substrat absaugen. Das heißt, er hält die Glocke in das Becken auf den Boden und das Absaugen bedeutet, dass das Substrat, also der Bodengrund aufgewirbelt wird und dann Partikel, die zu viel sind, dann über die Glocke dann abgeleitet werden können. Frühjahrsputz im Sea Life, wobei die Becken fast täglich gereinigt werden, wie Kai Fachmann betont. Sauber sind sie auf alle Fälle und damit kann der neue Saison im Sea Life beginnen.